herzlich willkommen, Leute. Hier ist euer Sebastian, euer Gamer-Neighbor mit einer weiteren Folge Let's Play Overwatch. Wir dürfen verteidigen auf der wunderschönen Map für die ganzen großen Famous Stars Hollywood. So, wir brauchen jetzt nur noch einen Healer. Das wäre cool, wenn wir noch einen Healer bekommen würden. Oh, immerhin, ja. Der reicht. Das sollte erstmal reichen. Besonders, da wir einen Tank haben, der sich selbst heilen kann. Hoffen wir mal doch jetzt wieder auf eine gute Runde. Und auf ordentlich aufs Maul gehauen. Wir haben zwei Leute schon im Team, die Goldknarren haben. Oh, das hat ja dann schon was zu bedeuten. Jetzt haben wir gewonnen, GG. Die Gegner können surrendern, alles vorbei. So. Erstmal auf meinen ganzen geheimen Positionen, wo ich diese Dinger immer gerne platziere. Meinen kleinen Turrets. Ihr könnt euch ja die Stellen merken, diese haben sich bis jetzt bei mir, finde ich, eigentlich ganz gut bewährt. Und die anderen beiden kommen dann da und da hin. Deine Spiegelung, das Tor ist auf, das ist zu. Auf, zu, auf, zu, auf, zu. Ist das immer auf, wenn ich nicht hingucke? Die Verteidigung so weit vorne aufbauen. Okay, zwei Tanks und eine Pharah haben sie. Okay, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, dass da vorne so weit geballert wird. Normalerweise wird die Verteidigung so hinter dem Tor aufgebaut. Also da kann ich problemlos reinballern. Alles gut noch soweit. Einfach weiter da runterballern. Irgendwer wird schon getroffen. Irgendwer wird schon getroffen. Am meisten Sorgen macht mir bis jetzt nur die Pharah erstmal. Ich weiß gar nicht, was hier gerade so abgeht. Einfach mal reinballern. No. Er ultet da mal hart rein und kriegt auch zwei Leute, das ist nice. So, mal gucken, noch ein bisschen versteckter versucht hinzustellen. Die Pharah hat auch schon ihre Ults gepoppt. Oh, das war miese. Oh, das war miese. Da sind jetzt ein paar durchgekommen und haben alle meine schönen Geschütze kaputt gemacht, weil die Verteidigung nicht da hingestellt worden ist, wo ich gern hätte. Aber gesagt, mein Team hat nicht da verteidigt, wo ich es gern hätte, wo sie verteidigt hätten. Oh, ernsthaft? Mein Sicherheitssystem wurde geschwächt. Noll, wo ist mein Team eigentlich? Nicht da, wo sie sein sollten. Zumindest sind jetzt sehr viele on spot. Ich würde gern wieder leben. Nice, ich habe einen, oder was hat meine Geschütze haben eins. Nice, das Rad hat echt gerätzt. Oh nein, ich bin gesleept worden. Okay, war sowieso von ihr eher ein random Schuss als das andere. Wollte ich gerade sagen, ich würde meine Verteidigung am liebsten ein bisschen weiter vorne wieder aufbauen. In der Hoffnung, aber irgendwie... Oh, fuck! Die Pharah ist echt mein...
Und jetzt kommt sie mit einer Ult rein, ne? Oh, was für ein Lucky die hat, ey. Ach ja. Mano a Mano. Und ich komm nicht ran, ey. Die hat mich echt jetzt hier noch bekommen. Okay, wir haben noch zwei Teleports. Wovon einer wahrscheinlich gleich noch auf jeden Fall benutzt wird. Nice. Habe ich einen? Oh, hört sich zumindest an. So, auf jeden Fall mal hier ein bisschen platzieren. So, von da hinten werden sie jetzt kommen. So, alles hier rundherum platziert. Rium Auritic. Das wollen wir aber nicht. So, den haben wir, nice. Die haben wir auch. Oh, hallo. Oh, fuck, der Tuck. Und gesleept, plus Hook. Oh mein Gott. 1 HP. Okay, 8. Ha, haben wir. Nice. Schönes Ding. Harte Verteidigung, knappe Scheiße. Boah. Ehrlich, ich sag's euch, Leute, ohne den Teleporter, der ist so verdammt nützlich. War das unsere Diva? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, war unsere. Was schreibt der eine hier? Can't say the same I am. Ach, das ist die Healerin. Die schon da meistens rumgemeckert hat. Ach, war auf jeden Fall ein schönes Ding. Längste Killstreak. Ja, komm. Kill. Oh, Kill Assist sogar mit dem Healer. Warum nicht? Perfektion ist Belohnung genug. Genau. So, jetzt gucken wir mal nochmal auf meine Stützchen. War okay. Ich glaube nicht eine. Doch, eine Medaille. Oh, und kurz vor Level Up. Naja, so, das war's dann jetzt auch wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da und bis zum nächsten Mal bei eurem Gamer Neighbor. Haut rein!